Guten Tag. Ja, heute soll es ein sehr spannendes Video geben. Nicht nur für Schachspieler, sondern auch für Geschichtsinteressierte. So, wir haben hier eine Stellung und es ist ein Schachrätsel und ich kann euch sagen, in 6 Zügen setzt Weiß matt. Weiß ist am Zug. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen die Geschichte anfangen. Und dafür habe ich hier mal ein bisschen was vorbereitet und ein bisschen unser Schachbrett angemalt. Ja. Jetzt seht ihr, der schwarze König ist Napoleon, der weiße König ist Kaiser Alexander der Erste, die weiße Dame ist General Kutusow. Der russische General, der seine Armee in die Schlacht gegen Napoleon geführt hat. Napoleon ist zurzeit in Moskau und Kutusow wird Napoleon nach Paris zurückdrängen. Eine kleine Anmerkung für die Leute, die die Schachaufgabe gleich noch lösen wollen. Ihr müsst den schwarzen König nicht nach Paris zurückdrängen. Das ist eine kleine Randnotiz. Eine kleine Pointe, die sich Alexander Petrov ausgedacht hat. Vielleicht kennt ihr die Petrov Defense, also die russische Verteidigung, die im Englischen Petrovs Defense heißt, also Petrovs Verteidigung. Die heißt so, weil Petrov sich damit beschäftigt hat, Alexander Petrov. Und Alexander Petrov hat auch dieses Schachrätsel, dieses Schachproblem entworfen. Und die Hauptlösung ist, den schwarzen König in 10 Zügen matt zu setzen. Aber Alexander Petrov wollte uns noch zur Unterhaltung an dieser Stellung zeigen, wie der Krieg gegen Napoleon verlaufen ist. Und darum wird er uns noch eine Variante zeigen, wo Napoleon in Paris matt gesetzt wird. Aber fangen wir an und nehmen noch mal die Namen weg. Ich werde euch jetzt ein paar Minuten Zeit lassen. Ihr könnt in der Zeit das Video pausieren und euch die Stellung noch mal genau angucken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr versuchen, die Stellung zu lösen. Und danach werde ich euch die Lösung zeigen, wie man in 6 Zügen mit Weiß Schachmatt setzt. Und ich werde euch die Geschichte erzählen, die uns Alexander Petrov erzählen möchte, über die Zurückdrängung Napoleons aus Moskau zurück nach Paris. Über den Na Rück Rückzug Napoleons. Tut mir leid, wenn ich mit den Begriffen ein bisschen meine Schwierigkeiten jetzt habe, weil ich habe die Geschichte auf Englisch gelesen und jetzt bin ich manchmal immer am Überlegen, wie soll ich das übersetzen am besten. Aber gut, wenn ihr das Video pausiert hattet, dann seid ihr jetzt hoffentlich fertig, denn jetzt werde ich euch die Lösung präsentieren. Viel Spaß dabei. So, hallo, da sind wir wieder. Jetzt noch mal mit Napoleons Rückzug aus Moskau. Und ich habe euch ja schon ein bisschen was verraten. Gott, jetzt habe ich den Namen nicht mehr parat. Kutot Kutusok,
Kutusok. Also hier der russische General gilt generell als ein bisschen feige. Und darum hat das ein bisschen länger gedauert bei ihm, um Napoleon zu vertreiben. So, wir schicken erstmal die Kavallerie los. Springer D2 Schach. König zieht auf A2. Springer C3 Schach. König Napoleon flieht weiter. Springer D1 Schach. König muss auf Napoleon muss auf B4 fliehen. Springer A2 Schach. Napoleon flieht weiter. Und jetzt Springer A3 Schach. Napoleon ist auf A6 geflohen. Und jetzt seht ihr es vielleicht, könnten wir rein theoretisch, könnte Kutusok den Sack zumachen und mit Dame A8 Schachmatt. Allerdings, weil Kutusok zu feige war und er es vermeiden wollte, mit Napoleon in Kontakt zu treten, hat er das nicht gemacht, sondern er hat die Kavallerie vorgeschickt. Springer B4. Napoleon flieht weiter. Springer B5. Napoleon flieht über den Fluss. Springer A6 treibt Napoleon weiter zurück. König C8. Springer A7. Napoleon muss weglaufen. König D7. Springer B8. König E7. Springer C8. Schach. Napoleon auf F8, Springer D7, Schach, König G8, Springer E7, Schach, Napoleon flieht nach Paris und fühlt sich sicher. Und jetzt geht Kaiser Alexander I. zur Seite und Schachmatt. Und das ist Napoleons Rückzug. Eine Schachaufgabe, die damals von Alexander Petrov entworfen wurde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Manche sagen, dass Kutusok ein bisschen unfair behandelt wurde von Petrov. Wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Und was ich auch noch ganz schön finde, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schön findet. Obwohl diese Variante länger dauert mit Springer B4, ist sie trotzdem immer noch forciert und wir haben hier Napoleon nicht von der Angel gelassen, sondern Kutusok ist natürlich ein sehr weiser Admiral. Napoleon sitzt immer noch in der Falle und kann uns nicht entkommen. Das ist weiterhin eine forcierte Variante. Es gibt keinen anderen Weg für Napoleon, als immer weiter zurück nach Paris zu gehen und Schachmatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
eine sehr interessante Schachaufgabe.